Hallo und herzlich willkommen bei der AXA Pflegewelt bewegt. Heute geht es bei uns um ein Thema, dem sich die meisten Menschen wohl erst beschäftigen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Es geht ums Sterben, beziehungsweise um das Sterben in Würde. Wenn ein Krankenhausaufenthalt nicht mehr möglich ist oder vielleicht auch gar nicht nötig, dann wünschen sich viele Betroffene, in Begleitung zu sterben, ihrer Familie oder ihrer Lieben. Und genau darum geht es heute bei uns, um Sterbebegleitung in einer Hospizeinrichtung oder im privaten Umfeld. Wenn eine Sterbebegleitung zu Hause nicht möglich ist, dann sind oft Hospize eine gute Alternative. Dort werden Betroffene und ihre Angehörigen in einer familiären Atmosphäre begleitet. Und wir hatten die Gelegenheit, uns eine solche Einrichtung in Köln mal anzusehen. Hier sind unsere durchaus positiven Eindrücke. Hallo und herzlich willkommen im Hospiz St. Hedwig in Köln-Rondorf. Mein Name ist Martin Wiegand, ich bin pflegerische Leitung hier im Haus. Unsere Einrichtung ist für Menschen da, die an einer schweren Erkrankung leiden und ihre letzte Lebensphase hier bei uns verbringen werden. Wir befinden uns hier am Pflegestützpunkt des Hauses und ich möchte Ihnen jetzt gern unsere ganze Einrichtung zeigen. Wir sind nun im Garten unseres Hospizes. Wir haben eine überdachte Terrasse. Die Gelegenheit für die Gäste und auch die Angehörigen, sich auch hier außen aufzuhalten. Und wir können auch mit den Pflegebetten hier in den Garten. Das Hospiz ist eingebunden in ein Wohngebiet hier in Rondorf und nebenan ist auch ein Kindergarten, sodass ja auch die Menschen sich integriert fühlen und nicht an den Rand gedrängt. Hier befinden wir uns im Wohnzimmer unseres Hospizes. Die Gäste und Angehörigen können gerne auch hier natürlich Zeit verbringen miteinander. Wir haben einen offenen Kamin im Winter. Ein Klavier auch für Hausmusik. Nebenan ist unsere Küche, die eine Gemeinschaftsküche ist. Die Gäste, die mögen, können hier ihr Essen einnehmen. Und auch die Angehörigen sind herzlich eingeladen. Wir kochen hier im Haus selbst und können auch individuell Essen zubereiten. Und wie zu Hause ist auch bei uns die Küche auch ein Lebensmittelpunkt. Hier befinden wir uns im Zimmer eines unserer Gäste. Alle Zimmer im Hospiz sind gleich groß und gleich geschnitten. Und bieten auch für die Angehörigen die Möglichkeit, mit zu übernachten. Alle Zimmer im Haus haben Terrasse oder Balkon und die Gäste können natürlich persönliche Dinge mitbringen. Wir verstehen uns als Kompromiss zum Häuslichen und möchten, dass sich der Gast wohlfühlt und kann eben dann Bilder, Möbel, Gegenstände, die ihm wichtig sind, auch ins Hospiz mitbringen. Neben der medizinischen wie pflegerischen Versorgung bieten wir auch seelsorgerliche Begleitung an, für die Gäste wie für die Angehörigen. Sei es in Gesprächen über das Thema Glauben oder auch Sinnfindung und nochmal Orientierung auch in dieser letzten Lebensphase. Wobei wir Gäste aller Konfessionen hier aufnehmen und begleiten. Wenn ein Gast verstorben ist, haben die Angehörigen auch hier 1 bis 2 Tage Zeit, sich von ihm zu verabschieden. Das Team des Hospiz St. Hedwig besteht aus erfahrenen Pflegefachkräften, die rund um die Uhr im Einsatz sind, sowie Krankenpflegeschülern und ehrenamtlichen Mitarbeitern. Die medizinische Betreuung kann der bisherige Hausarzt weiter übernehmen oder einer unserer Palliativärzte kann sie begleiten. Wer kann in unser Hospiz kommen? Es sind Menschen in einem weit fortgeschrittenen Stadium ihrer Erkrankung, die nur noch eine begrenzte Lebenserwartung haben. Wer trägt die Kosten? Die Finanzierung unserer Leistungen wird zu 90% von den Krankenkassen und Pflegekassen getragen. 10% trägt unser Förderverein, sodass der Patient keine Kosten hat. Ja, wie gesehen, braucht es eigentlich gar nicht viel. Reden, begleiten, unterstützen, einfach da sein für den Gast. Das ist neben der sogenannten palliativmedizinischen Behandlung das zentrale Element der Hospizarbeit. Wer aber kann sich an ein Hospiz oder einen ambulanten Dienst wenden? Und was genau ist diese palliativmedizinische Betreuung? Darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen.